Ja, guten Tag, hier Beatrice de Graaf. Ich bin Historikerin und ich habe Ihr Buch gelesen. Ich habe das hier vor mir liegen, Fallschirmpanzerkorps Herman Goring. Und ich forsche zu der Geschichte von Wehrmachtssoldaten in den Niederlanden. Und ich bin einfach unheimlich daran interessiert. Und ich bin heute Abend auch in Dortmund, in einem Hotel sitze ich jetzt. Und naja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir zum Beispiel so ein paar Sachen über was Sie so alles geforscht haben. Franz Kurowski ist dé geschiedschrijver van de Herman Goring Divisie. Ik bezocht hem ruim 3 jaar geleden, hartje winter. Aan een kritisch onderzoek wilde hij toen niet meewerken, laat staan namen noemen. Toen ik de medeplichtigheid van die divisie aan de razzia aan de orde stelde, zette hij me als rode journalist meteen het huis uit. Daarbij wees hij nog op zijn wapenvergunning. In het kielzog van Beatrice lukte het me om toch weer bij hem binnen te komen. So, wir gehen hier hinein. Darf ich vielleicht mal kurz einen Blick auf Ihre Bücher werfen? Ja, sicher. Ich habe hier einiges ganz Neues gebracht. Dies ist gestern gekommen und dies ist auch. Werden Ihre Bücher gut verkaufen, die guten? Werden die, ja, die verkaufen sich immer gut. Ich habe beispielsweise hier eins vom Rommel. Und Tiger ist die 9. Auflage. Ist in verschiedenen Sprachen natürlich. Ja, welche Sprachen? Dann habe ich hier. Rommel ist 10 Auflagen hintereinander, 70.000 Stück. Das ist ein kriegsgeschichtliches Werk. Ist das ein sensationeller Erfolg gewesen? Ist natürlich auch in den USA gekommen und ist in Japan gekommen. In Japan habe ich sehr viel. Auf Englisch übersetzt, auf Japanisch? Ja, ja. Auch auf Niederländisch? Nein. Niederländisch habe ich einige Taschenbücher gehabt über bestimmte Ereignisse, beispielsweise über die Funkabteilung Südost und so weiter und so weiter. Das interessiert mich natürlich auch. Weil ich selbst aus Putten komme und Sie sind bis jetzt, insofern ich weiß, der einzige deutsche Historiker, die über diese Geschichte in einem historischen Buch berichten, über Putten. Diese Geschichte am 1. Oktober 1944. Der Überfall auf ein deutsches Wehrmachtsauto und der nachfolgende Razzia. Ja, sehen Sie, das ist ja etwas, was am Rande des Geschehens des Fallschirmpanzerkorps Hermann Göring liegt, nicht wahr? Aber das ist dann doch kein Anzeichen für eine gute Moral oder ein gutes Benehmen der Zivilbevölkerung. Das ist ja eine ganz andere Sache. Hier war der Sicherheitsdienst involviert und der Sicherheitsdienst hat immer, wo auch immer, ob das noch im Frieden... Also ich schreibe hier ja selbst, dass Oberst Vorrede verhindert hat, dass die SD daran beteiligt war. Ja, eben, das ist der Witz dabei. Das ist ja keine kämpfende Truppe gewesen. Ich spreche jetzt für die kämpfende Truppe und die kämpfende Truppe... Aber das waren doch Wehrmachtssoldaten, die bei Putten bezogen waren. Das haben Sie hier selbst geschrieben. Das Herman Göring Regiment hat die Razzia durchgeführt, nicht die SD. Also auch vielleicht Truppen... Lassen Sie mich mal lesen. Können Sie es mal vorlesen? Ja. Ein PKW mit Oberleutnant Eggert, Leutnant Sommer und 2 Obergefreiten wurden bei Putten von Partisanen unter Führung eines Engländers abgeschossen. Beide Offiziere wurden schwer verwundet. Leutnant Sommer schleppte sich noch bis zu einem circa 2 Kilometer entfernten Haus und starb dort. Oberleutnant Eggert wurde verschleppt, aber nach Wochen zurückgegeben. Die beiden Obergefreiten entkamen. Putten wurde auf Befehl des Wehrbereichskommandos von der Pionierkompanie desselben umstellt. Das große Dorf Putten sollte verbrannt werden. Da hatten die Fallschirmjäger schon gar nichts mehr mit zu tun. Das ist der WBN, das ist das Wehrbereichskommando. Ja, ja. Frauen und Kinder wurden evakuiert, die Männer zwischen 17 und 50 Jahren zur Arbeit transportiert und die Schuldigen erschossen. Wenn das Schuldige gewesen waren, das kann ich natürlich nicht... Aber worauf berufen Sie? Was sind Ihre Quellen dann? Worauf haben Sie das bezogen? Wie haben Sie dieses Kapitel gefunden? Das ist eine Seite, aber was sind Ihre Quellen hier? Ja, es ist so, dass mir das von Leuten des Fallschirmpanzerkorps Herman Goring zugeschickt worden ist, um es einzubauen, um darzustellen, dass falsche Vorstellungen darüber, dass es Fallschirmpanzerjägerleute gewesen sind, zuvorzukommen und zu sagen, wer in Wirklichkeit dort das Sagen gehabt hat. Die Fallschirmjäger waren darin nicht mehr involviert, das waren nur die Leiden, denen 2 Mann erschossen worden sind und einige verwundet worden sind. Aber Oberst Vorrede war doch der Befehlshaber für diese Aktion.
Nee, der Befehlshaber war nicht... Fuhrriede war, sollte das ausführen. Nee. Das sind nämlich einige Ausschnitte aus Fuhrriedes Dachtagebuch. Mhm. Ja, es ist so, dass praktisch, wenn so etwas passiert und die kämpfende Truppe bleibt ja nicht im Ort, geht ja weiter, nicht wahr? Mhm. Dann wird das weitergemeldet an das Verbeend oder an andere Stellen. Und das Verbeend setzt sich bei solchen Partisanengeschichten immer mit dem Sicherheitsdienst der SS in Verbindung. Die steht da hier, dass 10% der Männer abgeführt werden. Wie viele Männer? 700 waren das. Bitte? Kleine 700 Männer sind nie wieder zurückgekommen. 700. Da müssen in der Ortschaft in Putten 7000 Menschen. Und das nehme ich Ihnen nicht ab. Ich kenne Putten. Ich bin einmal durch Putten gefahren. Jetzt wohnen 22.000. Das ist ein Nest gewesen. Da waren da höchstens 1000 Bewohner. Da können da keine 700 abgeführt. Das sind 7000 Aber Leute. Doch, wir haben nämlich die Namen. Und die stehen auch in Putten. Ja, die Namen. Und die Gräber haben wir auch. Ja. Und die sind auch alle auffindig gemacht in Deutschland, wo die in Kriegslage umgekommen sind. Und das sind insgesamt um die 1650 Männer, also, die umgekommen sind, gestorben. Zu diesem Thema kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich das nicht kenne. Ich ziehe es allerdings in Zweifel. Und wieso wissen Sie das nicht, denn? Weil ich 50 Bücher nach diesem Buch geschrieben habe. Ich glaube, jetzt wollen wir das Ding beenden. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich auf den Arm nehmen wollen. Auf Wiedersehen. Gehen, fahren Sie nach Hause. Das war mein Buch. Ach so, bitte. Entschuldigen Sie. Bitte schön. Ja, danke. Nein, nein, also sowas gibt's nicht. Sie wollen mich da eher auf die... Nein, ich bin interessiert an Fuhrrieder. Nein, gar nicht. Ich will mehr über Fuhrrieder erfahren. Dürfen Sie, steht Ihnen ja frei. Aber nicht, dass Sie nicht versuchen, mich auf das Glatteis zu führen. Ich bin kriegsgeschichtlicher Autor, ich bin zeitgeschichtlicher Autor, bin Historiker anerkannt in der ganzen Welt. Aber so etwas können Sie mit mir nicht machen, dass Sie versuchen wollen, mir da irgendwie einen Strick zu drehen aus irgendwelchen Dingen, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Nicht wahr? Na, ich bin nur daran interessiert. Ja, sicher, wahrscheinlich können Sie auch. Ja. Und ich habe Ihnen jetzt Rede und Antwort gestanden und jetzt möchte ich, dass Sie jetzt zumachen und die Sache abbrechen. Nicht wahr? Volgens Kurowski heeft de Herman Göring Divisie dus niets met de razzia te maken gehad. We gaan het navragen bij de veteranen zelf op hun jaarlijkse reunie in Münster bij Hannover.